Hey ho, da bin ich wieder. Heute gibt's endlich mal wieder was richtig Gutes aus dem Römertopfbuch vom Hehl Verlag. Und zwar mache ich den Rouladenbraten gut in einer bisschen klitzekleinen Abwandlung. Ich habe meinen fleißigen Helfer eingeladen zum Essen heute. Du lässt vom Werkzeug die Finger heute weg. und gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche und schauen wir uns schon mal die ganzen Zutaten an und dann lege ich los. Attacke. Tja, wenn es mal wieder etwas mehr sein darf, dann fangen wir ganz einfach mal an hier. Die Römertopf oder den Römertopf, der Deckel wird jetzt gleich gewässert, die Unterseite brauchen wir nicht wässern. Der ist emailliert, eine Schnur, ein paar Zwiebeln, damit geht es sowieso gleich los. Angewürzen, Salz, Pfeffer und Piment. Lorbeerblätter, dann habe ich hier ein Rinderfond, ein Bratenfond, passierte Tomaten, da brauchen wir aber nur einen Teil davon. Dann habe ich das Paprika-Tomatenmark wieder, ein paar Gurken. Dazu gibt es heute original bayerischer Knödelteig. Ja, die mache ich einfach dazu. Ich bin normal, ich darf sowas verwenden. Punkt, fertig. Dann natürlich die Rouladen, da ist noch ein Bacon mit drin, die sehen wir nachher. Aber zuallererst werde ich jetzt erstmal ja, so 4 oder 5 so Gurken klein schneiden in Streifle. Die Petersilie klein hacken, circa eine halbe Zwiebel dazu, klein hacken, Petersilie, Zwiebel und ein bisschen von dem Mark in der Pfanne anbrutzeln. Ja, das brauchen wir für die Füllung. Also die Gurken, ja, geschnitten. Zwiebel mit Petersilie angedünstet. Wunderbar. Auch mal auf die Seite, dann können wir so langsam mit unseren Rouladen anfangen. Und dann haben wir den Bacon. Ja, unsere Rouladen. Ja. Und die werden wir jetzt erstmal etwas vorwürzen. Nachdem ich sie noch etwas abgetupft habe. Soderle, Salz, Pfeffer und ein klein bisschen Piment. Ja, und dann können wir eigentlich schon mit unseren Auslegen beginnen, dass wir uns hier einen schönen Braten nachher wickeln können. So. Und eine Scheibe machen wir so. Jawohl. Was habe ich vergessen? Den Senf. So, in meinem Rezept schreiben Sie jetzt zum Beispiel mit grobem Senf auch noch mit. Nein, mag ich nicht. Da stehe ich nicht dazu.
in meinen Rouladen einen groben Senf zu haben. Dann kann man schon unsere Zwiebelmasse draufhauen. Oder legen wir es zuerst noch mit Bacon aus? Ich glaube, ich lege das noch mit Bacon aus. Dann kommen die Gürkchen ins Spiel. Gurken schmecken. Was haben wir jetzt noch vergessen? Nichts mehr. Nichts mehr haben wir vergessen. So. Dann schlagen wir hier jetzt leicht ein. Wickel den jetzt von der Richtung auf. Und dann schnappe ich mir meine Schnur hier und tue den Schnüren. Und das Ergebnis zeige ich euch wieder. So, da ist er, fertig verschnürt. Nicht schön, aber selten. Den legen wir jetzt aber nochmal auf die Seite. Dann mache ich hier kurz sauber und dann geht es hier nämlich gleich weiter. Da wäre ich wieder. Dann schreiben sie die Zwiebeln in feine Ringe schneiden. Schauen wir mal, wie weit ich das jetzt noch zusammenbringe. Um die oder den Römertopf unten auszulegen. Warum sage ich eigentlich immer die? Ich will mir natürlich jetzt auch nicht in die Finger schneiden, nach Möglichkeit. Feine Ringe sind ein bisschen was anderes, aber das ist echte Männerküche und damit basta. Dann holen wir uns den Römertopf rüber. Legen unten mal mit Zwiebeln aus und da sehen wir schon, dass die Zwiebeln vollkommen ausreichen. Mehr als ausreichen. Total ausreichen. Dann legen wir schon mal den Rouladenbraten hier rein und dann machen wir uns noch den Sud, die Soße, die Brühe, was da gleich noch mit reinkommt. So, dazu nehme ich mir hier jetzt meine Waage. Muss ich nur noch irgendwie einschalten. 400 Milliliter. Vom Braten vor, da schreiben sie jeweils 100. Mal jeweils ca. 100 Gramm da rein. Was habe ich jetzt rumgedrückt?
drüben halt vom neuen. Wie gesagt, den Rest tue ich mir dann in den Kühlschrank. Dann wissen wir schon, was ich die nächste Zeit verwende. So, was kommt noch rein? Die passierten Tomaten, wie viel wollen Sie denn davon haben? Auch 100 Gramm. Mein Gott, was mache ich mit dem ganzen restlichen Zeug? Da hängt noch eine Zwiebel dran. So, auch in etwa 100 Gramm. Was ich vorher vergessen habe, die wollen, dass ich da Lorbeerblätter mit reinbrösel. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich habe was gegen zerbröselte Lorbeerblätter. Ich schnappe mir einfach ein paar Lorbeerblätter und lege die noch außen um den Rouladenbraten rum. Weil da kann man die nämlich nachher wunderbar wieder rausfischen. Die sollen ja bloß einen Geschmack abgeben. Den Sud kräftig mit Salz, Pfeffer und etwas Zimt abschmecken. Ne, einen Zimt lasse ich hier jetzt weg. Machen wir da nochmal ein bisschen Pfeffer rein. Und ein bisschen Salz. Das mache ich jetzt auch einfach rein nach Gefühl. Wenn es nicht schmeckt, wird mich mein Besuch nachher hauen. Passt. Gut. Dann wären wir mit den Vorbereitungen soweit fertig. Den gewässerten Deckel drauf und ab in den kalten Backofen. So. Dann stellen wir den Römerpott hier rein. Schreiben Sie auf 175 Grad Ober-Unterhitze. So. Für etwa 80 Minuten. Und danach den Deckel abnehmen und 5 bis 7 Minuten den Grill dazu schalten. Ja gut. Also 80 Minuten, eine Stunde 20 und 15.30 Uhr in etwa. Die Knödel in reichlich kochendes Salzwasser legen und mindestens 25 bis 30 Minuten ziehen lassen, nicht sprudeln, kochen. Also machen wir um 3 Uhr die Knödel. Aber die mache ich out of Video. Die seht ihr dann, wenn sie fertig sind. Da haben wir nun die Knödelchen. Merkwürdige Geräusche im Hintergrund kommen vom Flipper, vom Beepin, der gerade ausgiebig benutzt wird. Und jetzt schauen wir im Backofen rein. Na, erst einmal Handschuh gleich anziehen.
Unibu. Na, ich bin ja gespannt. Ich bin ja echt gespannt. Aber riechen tut's wie Roulade. So, machen wir wieder rein. Und schalten mal auf die Grillfunktion. Welche ist es nun? Die hier. Ja, und dann lassen wir jetzt noch ein paar Minuten drin. Wir könnten jetzt natürlich auch den Rouladenbraten komplett rausnehmen und komplett auf den Rost legen. Wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ich lasse ihn jetzt lieber so im Römertopf drin. So wie sie es da vorschreiben, ist er halt nur oben farbig. Und ja, gucken wir mal, was draus wird. So Leute, ich würde sagen, lassen wir es gut sein. Es waren jetzt auch noch mal ein paar Minuten. Klar, dass das Ding jetzt nicht so extrem lecker aussieht wie Rouladen, die vorher angebraten worden sind. Das sollte jetzt eine Hitze kommt raus. Sollte jetzt jedem klar sein, aber ich würde sagen, es sieht trotzdem recht anspruchsvoll aus. Alles weitere hier am Brett wieder. Da haben wir unseren Braten, den müssen wir jetzt hier irgendwie raus experimentieren. Na komm raus, du Feigling. So, dann kann ich hier gleich nämlich die Lorbeerblätter rausfischen. Dann sind die auch schon weg. So. Die Knödel übrigens. Habe ich leider auch noch keine Warmhalteschüssel, habe ich mir aber mittlerweile eine bestellt. Also das nächste Mal kann ich dann meine Knödel in eine Warmhalteschüssel geben. Aber jetzt würde ich mal sagen, schneiden wir. Die Zwiebel schmeckt. Erst einmal unseren Braten an. So. Ja, und wenn das nicht nach Roulade aussieht, dann weiß ich auch nicht. Seite legen. Na, hätte noch mal ganz durchgeschnitten. So. Zwei Knödel drauf. Ja, und der erste Teller wäre fertig. Den gebe ich gleich dir, damit du nicht warten musst. Dankeschön. Und dann nehme ich mir jetzt das Zerrupfte. Das klatsche ich mir jetzt, ja, erst einmal ins Gesicht. So, und wo fange ich jetzt an? Erst einmal beim Knödel, da konnte ich ja nicht viel falsch machen. Einmal ein freier Knödel, kann man nicht jammern. Erst einmal hier noch die Schnur entfernen. Dann schnappen wir uns gleich mal was von dem Rouladenbraten. Na komm her, du Feigling. Mhm. Hm.
Irgendeine Kleinigkeit fehlt mir da. Irgendeine Kleinigkeit fehlt mir hier. Vielleicht fehlt mir auch bloß der Reis innen drin. Den habe ich ja dieses Mal wieder vergessen. Aber ansonsten lecker. Und kann man essen. Kann man gut essen. Und dann schauen wir mal. Ich versuche hier gerade noch die restliche Schnur zu entfernen. Ob jetzt noch ein Fazit aus dem Hintergrund kommt. Wie es schmeckt. Sehr lecker. Sehr lecker. Rouladig. Ja. Ja, wunderbar. Ich denke, die Knödel kann man auch essen, oder? Ja, scheinbar. Ja. Also für einen Rouladenbraten, für mein erstes Mal, dass ich eine Roulade in der Variante gemacht habe, finde ich es schon gut. An der Soße habe ich mich ja eigentlich an das Rezept gehalten. Könnte man vielleicht noch ein klitzeklein bisschen feilen. Aber ansonsten ist es sehr lecker. Mir schmeckt es. Ein Besuch anscheinend auch. Und ja. Freundliches Kommentar, Abo wäre schön. Und wie ich schon so oft gesagt habe, momentan leider noch Küchenvideos, aber es wird auch wieder Videos draußen geben, sobald es wärmer ist. Also dauert halt noch ein bisschen, aber dafür gibt es schöne Küchenvideos. Leute, ich hoffe mich jetzt zum Besuch auf die blaue Couch, zu essen und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, Tschaikowski.